Hola amigos! Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zurück mit einem Video, was so eine Mischung aus Vlog und ja dem Quatsch, was ich sonst so mache, ist. Und ja, wie gesagt, ich hatte jetzt mal ein bisschen so eine kleine Auszeit von Social Media, von dem ganzen Dreck, der im Internet so kursiert. Also ich habe das Handy wirklich versucht, weitestgehend mal wegzulegen, weil ich hatte Screentime, das war unfassbar. Also ich habe wirklich so viel am Handy gesessen teilweise und mir unnötiges Zeug reingezogen. Also wirklich, der Input war so schlecht, ne? Also wenn man den ganzen Tag da irgendwie eigentlich arbeiten muss oder Dinge schaffen möchte und dann hat man immer so diese Ablenkung, diesen Input von, ja, wie gesagt, wie es ist, von Bild oder von diesen ganzen scheiß Nachrichten, wo man dann immer so zwischendurch drauf guckt, und das macht einen einfach schlechte Laune auf Dauer. Und das habe ich gemerkt und mir wurde es einfach zu viel, dieser ganze scheiß negative Input, den man immer so bekommt jeden Tag. Und deswegen habe ich habe ich das mal so ein bisschen reduziert, habe ein bisschen darauf geachtet, dass ich weniger mache. Und siehe da, mir geht's viel besser. Und was auch noch ganz cool ist, die Gyms haben wieder geöffnet. Diese Woche war ich das erste Mal wieder trainieren und es war mega geil, es hat super Spaß gemacht. Hier gab es so eine Wiedereröffnung eines coolen Fitnessstudios bei mir in der Stadt, und das war, ey, war wirklich der Hammer, mal wieder so richtig zu pumpen und sich auszupowern. Und ja, hier seht ihr ein kleines Video, wie ich versuche, das so ein bisschen aufzunehmen, das wurde aber nichts. Aber ja, tat verdammt gut, ein kleiner Lichtblick diese Woche. Nun ja, jedenfalls brauchte ich so eine kleine Abwechslung, mal wieder was Neues, und dachte mir, okay, warum fängst du nicht mal wieder an zu lesen? Und ja, hab's dann auch ein paar Tage durchgezogen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, das macht auch nicht so viel Spaß, und ich brauche Action, ich brauche Abenteuer, ich muss irgendwas erleben. Und dann ist mir etwas eingefallen. Ich habe ja noch ein Stand-Up-Paddle irgendwo im Keller liegen. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe es gefunden, mein Stand-Up-Paddle. Habe einen guten Kumpel angerufen, habe ihm Bescheid gesagt, ob er nicht auch Lust hat, ein bisschen rumzuschippern. Und wie es der Zufall so will, Leute, wohne ich, nun ja, in den, man sagt so schön, Malediven des Sauerlandes. Ja, hier ist der schönste See Deutschlands, meiner Meinung nach. Nein, vermutlich nicht, aber ich liebe den See hier, ist ganz schön, der sogenannte Sorpe-See. Und da kann man nicht nur mega cool Inliner fahren, es ist mega schön da, falls ihr mal irgendwann Lust habt, Urlaub zu machen. Im Sommer ist es hier wirklich ein Traum. Und ja, wenn es hier mal von 365 Tagen 5 Tage nicht regnet, ist es doch perfekt, mal das Stand-Up-Paddle auszuprobieren. Und ja, mein Kumpel, wo ich gerade drüber gesprochen habe, der hat sich dann natürlich auch eins bestellt. Die liegen preislich so bei ja, zwischen 200 und 300 Euro. Wichtig ist nur, wenn ihr eins bestellt, dass ihr darauf achtet, dass so eine Fußschlaufe dabei ist. Denn falls ihr ins Wasser fallt und dann bekommt ihr so einen Schock vom Temperaturunterschied und bla bla bla. Und ja, das ist ganz wichtig, nicht, dass euch da was passiert. Ich selber habe keine Schlaufe, weil ich ja, ein ziemlicher Neandertaler bin und nicht daran gedacht habe vorher. Aber ich sag's euch jetzt, falls ihr das macht, holt euch so eine Schlaufe, ganz ganz wichtig. Ich will nicht, dass ihr ertrinkt. Und ja, ansonsten, ja, dann haben wir uns auch auf den Weg gemacht, und ja, ich nehme euch jetzt mal so ein bisschen mit, und wie gesagt, das wird halt, das sind einfach so ein paar Videoaufnahmen von dem, von 2 Tagen, die ich so ein bisschen gemacht habe, und vielleicht gefällt es euch mehr als die Videos, die ich sonst mache. Bis jetzt gab es ja eigentlich immer nur positives Feedback, und da bin ich auch jedem sehr dankbar für. Und ja, ich quatsche einfach nur ein bisschen dummes Zeug wie immer, und ja, ich nehme euch einfach mal mit, vielleicht gefällt es euch, und sage ja, bis gleich. So, Freunde, ich bin angekommen, ja. Mein Kollege, mein Bira Metti ist auch da, der nimmt das alles jetzt so ein bisschen auf. Und ja, was soll ich groß sagen? Das Stand-Up-Paddle ist hinten im Auto drin. Und das packe ich gleich aus. Ich hoffe, dass uns die Stand-Up-Paddle-Community in ihre Kreise aufnimmt, uns akzeptiert und ja, wir Teil dieser Community werden können. Und ja, was soll ich noch groß sagen? Auf geht's. Wie sagt man? Gut Surf? Wahrscheinlich nicht. Okay, Freunde, bis gleich. Wie guckt man richtig? So? Mein Traumberuf war es, immer Pumper zu werden. Jetzt habe ich meinen Traum verwirklicht. Ja. Das ist ein bisschen. Ja, okay. Ich glaube, das reicht von der Höhe.
So, Freunde, ich hab's geschafft. Ich bin auf dem Wasser. Mein Kumpel auch. Da hinten seht ihr ihn. Der hat schon richtig raus. Der macht das schon im Stehen. Ich hab's gerade auch versucht. Ist ein bisschen schwierig, die Balance zu halten. Und ja, auf jeden Fall muss ich aufpassen, dass das Handy nicht ins Wasser fällt. Damit wäre ich ganz schön am Arsch. Auf jeden Fall, das Wasser geht klar von der Temperatur her. Ist echt schön hier. Und ich versuche jetzt auch gleich mal. Mal sehen, ob ich hinfalle oder nicht. Falls ich hinfalle und ertrinke, auch nicht so schlimm. Denn, Leute, schaut euch diesen Angeber an. Ich denke, der wäre der Paddelprofi hier. Jetzt komm ich. Jetzt muss ich irgendwie aufstehen. Nicht so einfach, wie es aussieht. Reingelegt. Schauen wir mal. Ich hab die ganze Zeit die Finger da drin. Das kriegen wir noch hin. Wenn ich mich irgendwie präsentieren muss, dass ich irgendeinen Quatsch mache, ich habe das Bedürfnis gerade, einfach ins Wasser zu springen. Ja. Oder einfach irgendeinen Quatsch zu machen. Es ist nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Nein. Lass mal jetzt richtig hier eine kleine Tour drehen. Ja. So. Logbuch, Woche 3. Wir sind hier irgendwo mitten im Nirgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind vor 3 Wochen losgepaddelt hier. Sehr, sehr optimistisch. Voller Enthusiasmus, voller Elan sind wir losgepaddelt, dachten, es wird ein kleines, süßes Abenteuer. Und jetzt sind wir hier mitten im Nirgendwo. Und ich habe keine Ahnung, wie wir zurückkommen. Guckt euch mal hier den Matti an. Der ist überhaupt nicht mehr ansprechbar. Der spricht eher mit sich selber. Und der ist schon total geschaffen, total ausgehungert, ausgemergelt. Und ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt hier irgendwo in der Nähe eines einheimischen Kannibalenstammes und versuchen jetzt hier irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Ich versuche schon seit ein paar Tagen mit dem Paddel hier den ein oder anderen Fisch zu erschlagen, denn ja, wir haben alle ziemlich Hunger und versuchen jetzt irgendwie wieder zurückzufinden und ja, ich melde mich. Er hat komplett den Verstand verloren. Oh, wow, Alter. So, Matti, wie findest du es hier auf dem schönen Sorpesee mit dem Paddelboot? Was ist deine Meinung? Kann man das mal öfter machen? Das kann man öfter machen, sehr entspannt. Ja. Und einfach. Einfach, ne? Bist du schon ins Wasser gefallen oder? Noch nicht. Noch nicht. Vielleicht bist du ins Wasser gefallen? Nein, vielleicht. Vielleicht ändern wir das noch. Aber ja. Da ist eine andere konkurrierende Stand-Up-Paddle-Gang. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Die verfolgen uns schon etwas länger. Die haben auch ihre Kutten nicht dabei, deswegen können wir sie nicht identifizieren. Das ist hier auf jeden Fall ein ziemlich heftiger Konkurrenzkampf auf dem Sorpesee hier. Und ja, vielleicht kommen wir gar nicht mehr lebend zurück.
So, Freunde, wisst ihr, was heute angekommen ist? Ich habe euch doch erzählt, dass ich meinen Hund nicht mitnehmen kann. Aber das hat sich jetzt geändert. Das Blatt hat sich gewendet. Und zwar habe ich hier so eine kleine Schwimmweste für Hunde. Die ziehe ich ihm gleich mal an und gucken, wie er darauf reagiert. Bei Charlie ist es so, der hat nie wirklich Lust auf Fashion. Und er legt einfach keinen Wert auf Mode und sowas. Und ja, der versteckt sich schon gerade, sehe ich, weil er ganz genau weiß, dass ich ihn das gleich anziehen werde. Und ja, das ist einfach dafür da, damit der nicht untergeht. Also ja, ich könnte es natürlich wie ein Unfall aussehen lassen, aber ich hänge leider zu sehr an diesen Hund. Deswegen habe ich auch diese Schwimmweste besorgt. Und jetzt probieren wir mal aus, ob sie ihn überhaupt passt. Und dann würde ich sagen, geht's ab aufs Board. Und wir schauen mal, ob das überhaupt alles funktioniert. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Also, los geht's. Oh mein Gott, Leute, schaut euch diesen Hund an. Ist das nicht ein absoluter Fashion Dog? Also, da geht jemand auf jeden Fall mit der Zeit und hat einen absoluten Modegeschmack. Wie ihr seht, gefällt es ihm auch sehr. Charlie, wie gefällt es dir? Findest du es gut? Findest du es gut? Findest du es gut? Okay, anscheinend nicht. Aber das Komische ist, dass er überhaupt nicht darin laufen möchte. Wenn ich jetzt sage, Charlie, komm. Na komm. Charlie, komm. Charlie, komm. Passiert nichts. Er möchte einfach nicht laufen da drin. Aber es funktioniert. Ich habe ihn schon laufen sehen. Und ja, Charlie, du kommst nicht drum herum. Wenn du mitkommen willst, musst du das anziehen. Das ist ja dein Outfit of the Day. Und du wirst dich schon dran gewöhnen. Sicherheit geht vor Teamarbeit, sage ich immer. Also, Charlie, los geht's. Mal sehen, ob ich Charlie mit dem Stock hier auf das Boot locken kann. Ah, guck mal, Charlie. Ja? So. Willst du mitkommen oder willst du hier bleiben? Du willst mitkommen, oder? Charlie, komm, wir müssen Abenteuer erleben. Komm, Abenteuer erleben, Charlie, komm. Hier, guck mal, Charlie. Hier. Guck mal, hier, Stock, komm. Also der Hund mag auf jeden Fall kein Wasser. Aber ja, diese Bucht sieht aus wie aus dem Film Free Willy. Und da hinten ist auch so ein Unterwasser-Tunnelsystem. Nicht Unterwasser, aber so ein Tunnelsystem. Das erinnert mich so ein bisschen an den Film S. Keine Ahnung. Okay, Charlie, komm. Hopp. Spring. Du schaffst das. Du schaffst das, Champ. Du schaffst das, Champ. Komm. Komm. Du schaffst das. Ja, komm. Mach Papa stolz. Komm. Zeig mir, was du kannst. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. 1, 2. Komm. Du schaffst das. Charlie, Charlie, Charlie. Nun komm, ja komm, ja komm jetzt, 1, 2, 1, 2, komm, 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 ja fein, super, super Charlie, gib Pfötchen, Pfötchen, gib Pfötchen, ja super, Pfötchen kann er auch geben, habt ihr gesehen, ein gut erzogener Hund. Ja. Ganz normal, 2 Freunde, ein Hund, oh. Komplett heterosexuell. Kein Problem für uns. Scheiß drauf. Ach da. Good morning.
ein Mann und sein Hund. Nichts zu sehen. So Charlie, und wie findest du den Trip bisher? Hast du Spaß? Gefällt dir das, was du machst? Würdest du es weiterempfehlen? Würdest du das deinen Hundenfreunden empfehlen? Was sagst du? Ein ganz klares Ja. So Freunde, wir sind jetzt hier an der Côte d'Azur des Sauerlandes. Hier sind die ganz berühmte teure Yachten. Unter anderem hat hier Roman Abramowitsch seine Yacht. Robert Geis und andere Promis. Ich glaube, da ist hier sogar Robert. Robert, grüß dich! Ach, war nur Davina Geis. Naja, auf jeden Fall echt schön hier, muss ich sagen. Gerade wenn die Sonne hier untergeht, ist es echt traumhaft. Im Hintergrund sind hier noch so ein paar Ferienhäuser, falls mal irgendwer Lust hat, hier an der Sorpe Urlaub zu machen. Da ist noch so ein Kletterpark. Echt mega chillig, muss ich sagen. Nun ja, wir genießen jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen und dann geht's ab nach Hause. Also Freunde, tut euch mal was Gutes und genießt die Tage, die Sonnenstrahlen. Bis dann.